Da war irgendwas mit Lehrer versus Schüler. Shouts gehen raus am 4-7, Bruder, du weißt Bescheid, Bre. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen bei meinem neuen Format. Skrrt. Währenddessen mache ich aus dem Lehrerzimmer Artemis. Oh. Was, Digga? Einfach Artemis gemacht. Geil, Grüße gehen raus ans Artemis. Natürlich an der Stelle. Digga, der ist auf jeden Fall gekündigt nach dem Battle. Wissen Sie, warum Sie so ein Dreckslehrer sind? Denn Sie gucken auf den Arsch von den Sechsklässlerinnen. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahre am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Keep it cool. Ey, sollen wir uns mal die nächste Folge von diesem Format von, wie heißt der nochmal? Der Battle Rap Bre, wo wir drauf reagiert haben, wo der Ex-Freund seine Ex-Freundin gebattelt hat. Sollen wir da mal die nächste Folge reinziehen? Da war irgendwas mit Lehrer versus Schüler. Shouts gehen raus am 4-7, Bruder, du weißt Bescheid, Bre. Der hat das auch sogar gepostet, hat sich bedankt. Bester Mann, Grüße gehen raus an der Stelle. Ich bin gespannt. Schüler versus Lehrer, könnte lustig werden auf jeden Fall. So, wir gehen rein. Wir haben ein bisschen vorgeladen. Gib mir die Vorladi-Vibes, man. Let's go. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen bei meinem neuen Format. Ich habe dafür noch keinen Namen, leider. Skrrt. Und wir haben sehr geile Battles hier. Wir haben einmal Lehrer gegen Schüler. Wir haben RKI-Mitglied gegen Ungeimpften. Wir haben Ex-Freund gegen Ex-Freundin. Und wir haben Lauch gegen Kante, Bodybuilder. Ja, wie das alles zustande gekommen ist, die sind alle zu mir gekommen, haben gesagt, hey, 4-7, wir haben einen Konflikt, wir möchten gerne das auf einer Battle-Rap-Bühne austragen und wir haben Punchlines dabei, deswegen lass uns da raus. Ich dachte mir, let's go, machen wir das Unmögliche möglich, let's go. Let's get it in, man, das ist der Schüler, bro, voll süß. Yo, du bist jetzt hier und möchtest gerne deinen Lehrer battlen. Und wieso bist du hier? Also wieso möchtest du deinen Lehrer dissen und auf diese Art? Was hat er gemacht? Ja, also ich habe heute eine 6 bekommen in der Schule. Dann habe ich danach schnell einen Text geschrieben, habe so geschwänzt, habe noch schnell einen Text geschrieben. Und deswegen bin ich hier, um ihn jetzt hier zu zerstören. Da sind wir alle gespannt. Let's go. So, wir haben hier den Lehrer am Start, fresh von der Realschule. Sag mal ein paar Worten, warum... Scheint aber auch ein sympathischer Lehrer zu sein, wa? Sieht süß aus auch. Haut's alle süß finden, na Mann. Warte ganz kurz. Du ihm eine 6 gegeben hast bei der Klassenarbeit. Hast du ein Problem mit deinem Schüler? Nö, ich... Na, Jul Kim, beste Politik ist keine Politik. Ganz genau, Bruder. Danke für die 10 Euro. Danke für den Support, Bro. Grüße gehen raus. Hau mal eine Faust in den Bildschirm rein. Auf ganz entspannt. Gutes Statement. Real Talk, episches Interview. Generell kein Problem mit meinem Schüler, aber wenn man einfach nur scheiße im Unterricht ist, dann kann man halt auch nur eine 6 vergeben. So sieht's nun mal aus. Der Junge schwänzt ständig, kommt nicht, ist frech, macht einen auf Gangster-Rapper und dann dachte ich mal, werde ich ein bisschen belehren. Krass. Okay, und das möchtest du in einem Battle-Rap klären? Im Battle-Rap klären. Ich muss ja auf sein Niveau irgendwie ein bisschen runterkommen, deswegen. Oha, voll die Ansagen gespittet. Sehr, sehr stark. Wir sind gespannt. Let's go. Was geht ab, meine... Muss aber... Meint ihr, das ist ein bisschen abgesprochen? Ja, bestimmt, ne? Also ja, gewisse Grenzen und so dürfen wahrscheinlich nicht übertreten werden, weil es ist ja in der Öffentlichkeit als Lehrer und so. Ich darf den jetzt nicht Hurensohn nennen, oder? Freunde, wir sind immer noch hier in der Shisha-Bar Bless in Krefeld, Rheinstraße 72, kommt alle vorbei. Wir kommen jetzt zum nächsten Battle. Krass, die haben das alles am 4-7, Alter. Gutes Format. Ich muss mal überlegen, wegen Name, was man dafür nehmen könnte. Auf jeden Fall geil. Gute Idee auch, dass er alle Folgen an einem Tag durchgedreht hat. Krassen Content für die nächsten Wochen auf jeden Fall. Respekt. Und nicht vergessen, mein Name ist 4-7. Wir haben hier einmal den Lehrer gegen den Schüler. Der Lehrer wird anfangen. Ich glaube, die haben sich was zu sagen. Deswegen, let's go. Hier kommt der Lehrer mit Swag von Floyd Mayweather. Gebe dir Englisch, Nachhilfe, I'm a great rapper. Bei mir heißt die She-It, das S muss mit. Und bei dir heißt die She-It, du hast Sex zu dritt. Shit! Was? Open Page 29, Unit 5. Everyone needs one teacher, but you need 5. Weil der Junge der Dümmste der ganzen Klasse ist. Währenddessen mache ich aus dem Lehrerzimmer Artemis. Oh. Was, Digga? Das kann der doch nicht sagen, Bro, ja?
einfach Artemis gemacht. Versteh von deiner Jugend nur echt wenig. Die Geil, Grüße gehen raus ans Artemis an der Stelle. Natürlich an der Stelle. Die ihr raucht, sind doch schädlich und eklig. Und ich weiß, wo die Raucherecke ist. Ich komm dann nur nicht hin, weil ich will, dass du Krebs kriegst. Beim Battle, sondern beim Battle Spaß. Nicht, dass du dich meldest und fragst, ob du auf Toilette darfst. Augen auf und kontrolliere deine Stimme. Und wenn du nicht lesen kannst, kontrolliere deine Brille. Der alle coolste Lehrer, das kann dir hier jeder sagen. Will ich zwei, drei Mädels haben, mach ich lockeren Elternabend. Geil, Alter. Strophen schreibt und während der Pause in dein... Der Bruder, Alter, der ist krass. Kupferdose scheißt. Fahr vorbei in einem SUV. An diesem Schüler hier, rest in peace. Keiner schummelt blau den Klausuren. Ich bin und bleibe ein Detektiv. Schieß sofort los mit der Vektor. Gezielt auf unseren Rektor. Dieser Style von diesem Jungen ist satt wie Overhead-Projektor. Ah, da ist er ein bisschen leider rausgekommen. Da war bestimmt die eine oder andere Line noch nice auf jeden Fall. Scheiße. Digga, der ist auf jeden Fall gekündigt nach dem Battle. Stark, stark, erste Runde von dem Lehrer. Stark, stark. So, der DJ ist bereit für die erste Runde von dem Schüler. Er hat ja auch was zu sagen. Oh oh, jetzt bin ich gespannt. Es ist so scheiße, dass dieser Typ da mein Lehrer ist. Du kommst nicht in die Rauchecke, weil du dort auf die Fresse kriegst. Oder ein Messerstich. Warum muss ich Rucksack tragen? Denn mit deinen Fächern raubst du mir die Luft zum Atmen. Ah, ich töte diesen Spinner jetzt sofort. Alle wissen, jeder Lehrer wohnt in irgendeinem Dorf. Bei diesen Finanzheini ging alles nach hinten los. Denn du hast 10 Jahre studiert für einen Mindestlohn. Krass. Ja, ich habe viele Sekt. Das stimmt doch, auf dem Pausenhof mach ich den besten Gewinn. Wissen Sie, warum Sie so ein Dreckslehrer sind? Denn Sie gucken auf den Arsch von den Sechsklässlerinnen. Ich bin kein kleiner Traube Grasfunke und zeige deine Kopf. Boah, Nicker, Alter, was? Was? Danach Sexualkunde. Und als unser Sportlehrer hat er wenig Manier. Denn anstatt Fußballturnier will der Federball spielen. Denkst du nicht mehr Tag und Nacht? Satz des Pythagoras, ich komm zur dritten Stunde mit Jogginghose Adidas. Und vielleicht werde ich nicht der Beste in der Schule sein. Doch ich weiß, wie man auf dem Taschenrechner Huse schreibt. Geil, Digga, feier ich, Bro. Stark, 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 ja. Hat man gar nicht erwartet, ne? Der sieht erst so unscheinbar aus, der kleine Bre. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du musst nie wieder nachsitzen. Wahrscheinlich sein Leben lang nachsitzen jetzt. So. Der DJ ist ready? Okay. Dass so Wörter fliegen wie Artemis. Ich mach Artemis und ich bang irgendwelche. Wenn ich eine Olle haben will, mach ich Ding. Elternsprechtag, Bruder. Dass so eine Dinger fliegen, hätte ich nicht gedacht, sag ich dir ehrlich. Kommt die zweite Antwort, die erste Antwort von dem Lehrer. Ewa. Geiler Beat. Laufe durch die Schule, so wie Conor McGregor. Und der Rektorin wird feucht wie tropisches Wetter. Kommst du wieder zu spät und machst wieder auf cool, dann gibt es Nachsitzen auf dem Elektrisch. Die Rektorin wird feucht, sagt er? Bro, also dein Job ist safe weg. Stuhl, ah, deine auf cool, dann gibt es tropisches Wetter. Kommst du wieder zu spät und machst wieder auf cool, dann gibt es Nachsitzen auf dem elektrischen Stuhl. Ah, deine Eltern haben gar kein Vermögen. Er geht zur Tafel, aber nicht um die Aufgabe zu lösen. Fick jeden Rap. Tafel in, man. Ich bin krasser auf Beat, ein falsches Wort und ich erteile dir Klassenbuchdienst. Ist dir das denn nicht peinlich? Ich bin längst über 30, ich zerreiße wie ein Haifisch und du feierst mich heimlich. Wisch die Tränen weg, wein nicht, zeige lieber mal Einsicht. Dein Vater sagt dir heimlich, du bist adoptiert, nicht leiblich. Wenn ich von mir gibst, dann mach... Bruder, also pädagogisch mäßig, Digga, hat der...
pädagogisch mäßig auf jeden Fall, was soll ich dazu sagen, Bro? Mystery, das ist keine Schule, doch hier gibt's einen Klassenunterschied. Eine Bombe und du fliegst so wie ein Astronaut. Sorry, du bist unser Köder bei dem nächsten Amoklauf. Was ist das denn? Digga. Eine schiefe, tote Schnauze. Das ist Randall aus Disneys große Pause. Der Lehrer hat dich gefickt mit mehr als 6 Sätzen. Lieber Schüler, du hast nicht gelernt 6 Sätze. Oh, Digga. Der ist krass, der Lehrer, Bro. Der ist krass. Oh mein Gott, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Der Lehrer rastet hier komplett aus. Der rastet komplett aus. Die geil, aber ist Sport, Alter. So. Ist einfach nur Sport. Da hat Pädagogik nichts zu suchen. Jetzt kommt die Antwort, die zweite Antwort von dem Schüler. Let's motherfucking go. Let's do it, man, Alter, come on, bro. Ich mach die ganze Schule heute zum Kriegsgebiet. Und die Spießerlehrer mache ich kalt so wie im Skigebiet. Du hast keine Ehre, ich zerfetze dich auf diesem Beat. Ich sage, du Bastard, er sagt in Englisch, please. Und er schafft diesen Gehirn, violent. Ich bei Disneys große Pause, wärst du Miss Finster in männlich. Wir sind am Rappen, also scheiß mal auf Sprüche. Ich mach einen Pimmel an die Tafel, du kriegst Schweißausbrüche. Oh mein Gott, wie ich den Bastard verfluche. Er hat einen Mercedes, doch fährt lieber mit Fahrrad zur Schule. Geil. Ich ein Veteran, gefährlich wie ein Säbelzahn. Und dass du der größte Vogel bist, das steht auf dem Vertretungsplan. Dich nimmt keiner ernst, denn du gibst einen leisen Ton. Hab so viel Autorität, ich schick meinen Lehrer Kreide holen. Ich fick dein Niveau, denn du bist im Hamsterrad. Welcher Spaß, die Lehrer macht in Oldenburg ne Klassenfahrt. Ich bin Kurani, ich bekomme nur noch 6, weil mein Lehrer ist Nazi. Nein, Spaß, die Laien waren nichts weiter als ein guter Witz. Und jetzt verpiss dich, ich beende den Unterricht. Oh mein Gott, sehr, sehr stark. Starke zweite Runde, starkes Battle. Wild. Was geht ab? Wir sind raus. Krass, Digga. Das ist krass, Bro. Fuck, Alter. Digga. Ey, der Lehrer hat mich heftig geschockt, ey. Die sind beide geil gewesen. Pädagogisch sehr, sehr wertvoll auf jeden Fall auch. Aber beide sehr nice. Man darf auch nicht unterschätzen, der Lehrer ist über 30, der kleine Bre ist noch ein bisschen jünger. Weißt du, wie ich meine so? Der Lehrer hat ein bisschen mehr, aber ist krass, als Lehrer hat er schon gute Eier ausgepackt auf jeden Fall.